Dandy, bist du schon bereit für die Monsterschule, wo wir heute hingehen? Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Eine Monsterschule war ich ja noch nie. Genau, wir, Dandy und ich gehen wieder zur Schule und zwar in die Monsterschule, Leute. Ich habe hier schon meinen Rucksack. So, einmal abbauen. Hast du deinen Rucksack? Wo ist meiner? Der war doch gerade hier. Oder warte mal, habe ich ihn im Inventar? Ich glaube, ich habe ihn im Inventar. Eieiei. Und hier, okay. Ich habe meinen blauen Rucksack und du hast deinen grünen Rucksack. So. Yep. Let's go. Bist du bereit? Hä? Komm, muss Andy eigentlich nicht mitkommen in die Schule? Wo ist der eigentlich? Wo ist Andy? Nicht, dass wir schon wieder. Ahnung. Das ist der erste Tag und er schon an Schule schwänzen. Eieieiei. Ach, Leute. Naja. Aber bevor wir losgehen, muss ich ganz kurz an meine Abonnentenwand und da was hinschreiben. So. Und zack, da sind wir schon. Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar, um auch an der Abonnentenwand zu stehen, wie die ganzen anderen Kommentare. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und heute kommt an die Wand Anas. Buffalo, ich liebe dich. Du bist der Beste der Welt. Kannst du mich an die Abonnentenwand aufhängen? Bitte, bitte, Buffalo. Ich heiße Anas. Na klar kommst du, an die Wand. Anas, bitteschön. Jetzt stehst du an der Wand und wir gehen wieder zurück zu Dandy. So, ich möchte auch den ersten Tag nicht so spät kommen. Wir müssen uns jetzt beeilen, Dandy. Wo bist du? Ich bin draußen. Komm mit. Let's go. Alter Schwede. Nicht, dass wir die Letzten sind. Komm, 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 komm. Oh, hier ist unser Klasse. Ist oh nein, hier, da rechts. Oh, wir sind, glaube ich, die Letzten. Wir, Alter, guck mal, wer alles da ist. Einmal haben wir hier Siren Head. Genau. Das geht ab. Wir haben einen Killy Willy. Dann, oh mein Gott, dann haben wir hier Squid Game Wache. Ja, so eine Squid Game. Ein Talking Ben Exe sogar. Talking Ben. Okay, nicht schlecht. Dann haben wir hier ein Stargast, Hagi Wagi. Hey, was macht ihr denn beiden hier? Ihr seid doch keine Monster. Wir wurden aber eingeladen in die Monsterschule. Ja, wir wurden hier eingeschult, keine Ahnung. Und wir haben hier noch Freddy Fazbear. Aber da hinten ist noch ein freier Platz. Von wem könnte das sein? Keine Ahnung, Alter. Ich frag mich, wer unser Lehrer sein wird oder Lehrerin. Hast du eine Idee? Wird das ein Monster sein oder wird es ein normaler Lehrer sein? Ja, so, das frage ich mich auch. Dandy, ich frage mich, wer das sein wird. Boah, keine Ahnung. Wollen wir Wetten machen? Vielleicht Boydie wird das sein. Boydie ist doch auch ein Monster. Seid jetzt ruhig da vorne. Boydie. Warum seid ihr so welche Streber? Hey, Killy Willy, jetzt sei mal ruhig da ganz hinten in den letzten Reihen. Ruhig, Killy Willy. Wir sind halt neugierig. Hier vorne die Streber. Hier ist, glaube ich, mein Klassenraum. So, oh nein, das soll also meine Monsterschule sein. Okay. Wow. Hallo, Schüler. Ey, Grüner da. Dreh dich um. Umdrehen? Wohin denn? Dandy, das ist der erste Tag und du machst es direkt so, dass du... Ich hab Angst vor ihr, ehrlich gesagt, deswegen... Kann ich verstehen. Hey, Talking Ben! Talking Ben, komm mal her! Was höre ich da? Hört auf zu quatschen! Und begrüßt mich anständig! Ich bin eure Lehrerin! Guten Morgen, Horrorlehrerin! Guten Morgen, Frau Horrorlehrerin! Dandy, jetzt bist du auf einmal so nett? Das war gut. Das war sehr gut. So, also, wir beginnen mit dem ersten Unterricht in diesem Jahr. Und zwar mit dem Monsterunterricht. Ihr werdet alle zu waschechten Monstern ausgebildet. Dandy, wir werden zu echt waschechten Monstern ausgebildet. Dann sind wir auch ein Teil von den ganzen anderen in der Stadt. Yeah, das wird richtig nice. Ich freue mich, das ist irgendwie alles viel cooler als richtiger Mathematikunterricht. Ja, das ist echt cool. Jetzt! Oder ich muss mit meinem Baseballschläger Gebrauch machen. Wir hatten einen Baseballschläger, Leute. Wir müssen ruhig bleiben. Mit wem redest du? Willst du einen auf die Rübe? Nein. Ich bin schon ruhig. Willst du einen auf der Rübe? Okay. Gut. Dann fangen wir an. So, die erste Aufgabe wird sein,
Da wir alle Monster sind, müssen wir unsere Gegner eliminieren. Also, wer will nach vorne kommen und demonstrieren, wie man ein Diamantschwert craftet? Ich möchte nach vorne kommen. Natürlich Mann, immer die Streber in der ersten Reihe machen Streber, alles. Streber. Hä, was? Ich möchte halt den Unterricht mit einem 1+-Sternchen halt absolvieren. Du da mit der Brille, du Streber, komm mal nach vorne. Hä, was? Jetzt nennt mich die Lehrerin sogar. Och nein. Komm her, wie craftet man ein Diamantschwert? Zeig uns das mal. Ein Diamantschwert? Macht man das so? Falsch! Willst du noch die Rübe? Nein, warte, ich probier's richtig zu machen. Kann ich noch einen Versuch? Ja. Hey, mach unten und dann nach oben, einfach verkehrt herum. Okay, danke, Hagi-Wagi. So? Ist das so? Ja, so craftet man ein Diamantschwert. Gut, wie heißt du überhaupt? Ich heiße Buffalo. Okay, Buffalo, da schreibe ich mir mal ins Klassenbuch rein. So. Glück gehabt. 1+ mit Sternchen. Danke, Hagi-Wagi. Kein Ding. Okay. Was haben wir denn noch? Aha. Okay. Frau Lehrerin? Ja? Da hinten ist ein freier Platz. Wer fehlt denn da? Gute Frage. Also, Moment mal. In meinem Klassenbuch steht hier jemand von Andy, aber der scheint da zu sein. Oh. Sie haben ja noch gar keine Anwesenheitskontrolle gemacht. Oh ja, stimmt. Danke, du Streber, du 1A-Plus mit Sternchen-Schüler. Dandy, hast du das gehört? Oh Mann, du bist echt ein Streber, Alter. Das ist ja echt schlimm mit dir. Ja, was soll ich denn sagen? Ich werde das beste Zeugnis haben von allen. Okay, ich habe hier die Anwesen, also die Klassenliste. So, einmal. Killy Willy. Ja, hier hinten. Du da? Du siehst so aus, als wirst du zu einem guten Monster heranwachsen. Squid Game Wache. Hey, ja, hier hinten. Da hinten. Warum guckst du eigentlich die ganze Zeit diese Bücher an? Ich verstecke nur etwas, was ich in meiner Hand habe. Ah, gutes Monster, ich verstehe. Okay, machen wir weiter. Siren Head. Ja, hier. Da ist Siren Head, eine Legende der Monster. Siren Head. Dann haben wir Talking Ben. Ja, hier ist Talking Ben. I see. Dann Freddy Fazbear. Ist das von euch? Ich bin das in der Mitte. Aber nenn mich einfach nur Freddy. Freddy, okay. Dann Huggy Wuggy. Hey, ich, das blaue Monster bin ich, das. Ah, gut, dann haben wir noch, Dandy? Ja, endlich bin ich dran. Oh, ich bin Dandy, der Coolste. Dandy? Ja. Also, ich meine, wer hat ein 1+-Sternchen? Ja, chill, ich hol mir gleich auch ein 1+-Sternchen, keine Sorge. Ja, okay, dann hol dir mal dein 1+-Sternchen. Oh, okay, es tut mir leid. Und der letzte, Buffalo, der Streber. Ja, hier vorne in der ersten Reihe. Okay, gut, sind ja alle da, außer dieser Andy. Der Andy erstmal eine 6 minus mit keinem Sternchen. Okay, dann machen wir weiter mit dem Unterricht. Monster müssen auch etwas in der Birne haben, also auch schlau sein. Deswegen machen wir weiter mit Mathematik. Oh, okay. Oh nein, ich dachte, wir machen Monsterunterricht und kein Mathematik. Ich dachte auch, das wäre eine richtige Monsterschule, wo man alles lernt, wie man Leute erschreckt und alles mögliche, Dandy. Ihr müsst auch kalkulieren können, wenn ihr einen Menschen jagt. Also, Dandy, du da hinten. Ja? Wie viel sind 5+4? Oh Mann, Alter. Ich meine, Mathe ist meine Schwäche. Frau Horrorlehrerin, gibt's einen Joker? 50-50 Joker? Nein! Wir sind hier nicht bei Wer wird Millionär? So, 5+4. Bitte hilf mir, du bist so ein Streber hier.
Du hast doch... Guck doch mal deine Hand an. Dann kannst du doch abzählen, wie viele du hast. Du hast doch 5 Finger und dann auf... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ich weiß es! Ich weiß es! Ja, Dandy, was ist denn die richtige Antwort? 9. Ja, Dandy, das ist richtig. 1 plus mit Supersternchen. Was? Ein Supersternchen? Nee. Ja, er ist sogar noch ein größerer Streber als du, Bofflo. Das lasse ich mir nicht gefallen, dass er ein besserer Streber ist als ich. Geben Sie mir noch eine Aufgabe. Ich möchte besser sein als Dandy. Was kann ich denn für eine Aufgabe geben? Okay, machen wir weiter mit dem Unterricht. So, mein Barsch lässt sich Monster zu werden. Man auch sich wie ein Monster verhalten. Versuche, einen der Monster hier zu erschrecken. Okay. Wie mache ich denn das am besten? Dandy, hast du einen Tipp für mich, wie ich Leute erschrecken kann? Buh? Keine Ahnung. Einfach Buh. Ist das gruselig genug? Ich probier mal, Huggy Wuggy zu erschrecken. Buh, Huggy Wuggy. Bofflo. Denkst du echt, das erschreckt mich so? Ich bin das schlimmste Monster in der Stadt. Stimmt, der hat recht. Buh, Talking Ben. Bofflo, du weißt schon. Das ist lächerlich, ich muss gleich lachen. Huggy Wuggy, bäh! Dein Ernst, Bofflo? Soll ich dir mal zeigen, wie man gleich jemanden erschreckt? Nein, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Denn ich habe ein Problem, ich kann niemanden hier erschrecken. Guck mich doch mal an, ich sehe nicht mal wie ein Monster aus. Du bist auch ein Loser, Bofflo. Also, du kannst sowas nicht. Du bist halt gut in Mathematik, in Berechnungen, in Informatik, in Computer und solchen Sachen, aber nicht in Erschrecken. Ja, stimmt. Oh nein, Leute, ich muss noch ganz viel üben, um Leute zu erschrecken. Och, oh, oh. Na, Bofflo, ab in die Ecke mit dir. Komm her. Okay. Das war sehr peinlich von dir. Sowas habe ich ja noch nie in meiner Karriere gesehen. Dafür gibt's eins auf die Rübe. Aua, aua. So. Da bleibst du jetzt in der stillen Ecke. Gut. Och nein. Machen wir weiter. Was? Ist der Unterricht schon vorbei? Zum Glück ist der Unterricht vorbei, Dandy. Auf dem Pausenhof? Oh Mann, es hat doch gerade so angefangen, Spaß zu machen. Yeah! Pause! Pause, schnell raus hier! Frühstückspause, let's go! Komm mit, Dandy! Yeah! Dandy, komm mit! Alter, oh, Frühstückspause, lecker! Das ist die erste Unterrichtsstunde gewesen in der Monsterschule, Leute, und es war schon so schlimm, dass ich... Oh nein, dass ich schon fast verkackt hätte. Aber... Ja... Wenn ihr mehr von der Monsterschule sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schaut doch bei Dandy vorbei. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!